Hallo auf meinem Ingenieurskanal heute. Faktencheck, der Faktenchecker, E-Fahrer. Mathematik und Physik setzen 6. Wenn Sie das interessiert, jetzt gibt es ein Lester-Video über, weil das sind unsere technischen Redakteure, die also nicht mal im Mindesten Mathematik beherrschen und machen dann, führen dann eine technische Seite. Das ist schon wirklich völlig abstrus. Okay, fangen wir los. Ich werde Ihnen im Kopf nachrechnen, dass er falsch rechnet. Im Kopf. Gut. Es geht um die Sache e-fahrer.com und es geht hier darum, um Windkraft. So viel Reichweite bringt die Umdrehung eines Propellers. Gut. Und jetzt muss man aber erstmal rechnen, wie lang ich die Umdrehung des Propellers, das wird ein bisschen länger, da brauche ich dann einen Taschenrechner dazu, aber das was wir hier haben, rechne ich im Kopf nach. So. Und hier steht nämlich um eine recht sparsame VWI ab. Und dann mit einer einzigen fährt das I ab 156 Kilometer weit, wäre der Stromer nach 13 Sekunden vollgeladen und die Zahl ist falsch. So, wie rechnen wir das? Erstmal nach wie vielen Sekunden der vollgeladen ist. So, und zwar hat diese Maschine 15 Megawatt. Da steht's. Gut, Nennleistung. Da gehen wir gleich nochmal drauf zu, weil das ist ein anderer, wenn ich anders rechne, stimmt auch nicht, weil es dann viel länger ist. So. Und zwar 15 Megawatt und, ja gut, jetzt muss ich irgendwie ausrechnen und die hat ja nur so viel Kilowattstunden, 32 Kilowattstunden hat die IR-Batterie, also müssen wir das irgendwie hinkriegen. Also rechnen wir erstmal, wie viel Leistung, also wenn ich eine 15 Megawatt Anlage eine Stunde lang voll durchbrummen lasse, dann hat sie 15 Megawattstunden erzeugt. Das ist dann die Leistung. Das ist dann die Energie. Die Megawattstunden sind Energie und momentan erzeugt sie dann kontinuierlich 15 Megawatt an Leistung. So, jetzt rechne ich mal aus, wie viel Energie sie pro Sekunde erzeugt. Und das sind 3600 Sekunden, sind ja in einer Stunde drin. Das bedeutet, ich muss 15.000 durch 3600 teilen. Wie machen wir das? Normale Menschen machen das im Taschenrechner. Es geht aber auch im Kopf und zwar ganz einfach. Wir wissen, der gemeinsame Teiler ist 3. Ja, das heißt also 15.000 durch 3 ist 5.000 und 3.600 durch 3 ist 1.200. Und jetzt sieht das da im Kopf dann schon ein bisschen besser aus, weil ich jetzt 5.000 durch 1.200 teilen muss. Und 5.000 durch 1.200, das sind 4.800, das ist 4 mal. Das bedeutet, das sind nur 4,1, 4,2. Über den dicken Daumen reicht das 4. Das heißt also, diese Maschine produziert pro Sekunde 4 Kilowattstunde an Energie. Pro Sekunde. Kann man im Kopf rechnen. Puh. Und wenn ich da eine Batterie mit 32, sogar ein bisschen mehr, aber mal 4. Und wenn ich 32 durch 4... 32, der Akku hat 32 Kilowattstunde und 32 durch 4 ist 8. Und was steht da? 13. Mathe und Physik setzen 6, kann ich nur sagen, E-Fahrer. Das ist Blödsinn. Nun gut, also das wäre, wenn die nominal läuft. So, und jetzt gehen wir aber, das ist eine Offshore-Maschine. Gut. Und jetzt gehen wir mal da rein, was ich da, Moment, das ist das hier nicht, da sind wir hier, jetzt gehen wir hier rein und da haben wir ungefähr letztes Jahr für Offshore Auslastung von 30% gehabt, das ist Science Media Center, habe ich mal in einem anderen Video vorgestellt, coole, lege ich auch drunter. Da habe ich 30%, wenn ich jetzt einen Durchschnitt rechnen würde von Offshore, weil diese Riesenmaschine. Übrigens ist bei den Maschinen das nicht das Problem, bei Generator das Riesenproblem, bei diesen ist es so ein riesiges Getriebe hinzukriegen, aber machen wir mal anders. Das Drehmoment müssen sie nämlich unterbringen. Und da haben wir 30%, wenn ich jetzt im Durchschnitt rechne, habe ich nur ungefähr 30% Auslastung. Das bedeutet, ich muss dreimal so lang laden und dann brauche ich keine 8 Sekunden, sondern brauche ich 16, dann brauche ich 24 Sekunden und selbst dann kann hier 24 stimmt auch nicht mit den 13. Da kann der Herr, der machte dann auf X Werbung und so weiter, der Herr Chefredakteur
Reitberger, die haben also unfassbar. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal, das keiner mal schnell. Und das Spannende, wenn Sie diese Veröffentlichung mal nehmen und prüfen mal, das finden Sie mit diesen Umdrehungen, das ich jetzt nicht nachrechnen werde, weil diese Umdrehung, da muss man wissen, was für eine Blattspitzengeschwindigkeit die fahren und muss das dann umrechnen. Das da mit dem Pi umrechnen, da wird es im Kopf schwierig, gebe ich ja auch zu. Und dann muss man auch einige Annahmen treffen. Das wird im Kopf schwierig, aber der Witz ist der, Sie finden diesen Artikel, den die da gemacht haben, finden Sie kopiert an 3 oder 4 Stellen. Kein Journalist geht hin und überprüft einfach mal schnell, man könnte ja auch einen Taschenrechner benutzen, ob das überhaupt stimmt, was der E-Fahrer hier für einen Quatsch erzählt. Danke fürs Zuhören.